Ja, heute Abend Stellung und Wandel, zwei große evangelische Begriffe, wenn man so will. Stellung in Christus und Wandel, also Lebensführung. Ja, wie führen wir unser Leben? Was sagt die Bibel dazu? Was sagt das Gesetz? Wenn wir glauben an Jesus Christus, sind wir wiedergeboren? Ja? Haben wir dann einen neuen Menschen? Ja? Haben wir dann zwei Menschen, einen alten und einen neuen? Ja? Für wen gilt das Gesetz? Frage. Ja. Wie gehen wir damit um? Ja, was sagt das Gesetz? Das Alte Testament hatte ein Priestertum, ja? Aaronitisch-levitisches Priestertum. Priestertum in Aaron und Levi. Gilt das Priestertum heute noch? Wer ist denn unser hoher Priester? Jesus. Hat das Priestertum gewechselt? Hat sich das geändert? Hat sich geändert? Die Bibel sagt, wo sich das Priestertum geändert hat, muss sich das Gesetz ändern. Hat sich das Gesetz geändert von Mose und wie hat sich das geändert? Welches Gesetz gilt für uns? Gesetz des Geistes, Gesetz Christi, Gesetz der Freiheit. Das schauen wir uns heute Abend an. Ja? Wir beten aber noch zum Anfang. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Abend so zusammenkommen dürfen, um über dein Wort nachzudenken und bitten dich sehr herzlich, dass du unter uns bist und dass du uns Verständnis gibst, dass wir die ewigen Dinge verstehen, die du uns verheißen hast als deiner Gemeinde. Danke dafür, dass du gestorben bist auf Golgatha und auferstanden bist, dass du einen neuen Menschen in uns geschaffen hast und dass wir mit dir mitgestorben sein dürfen und mit dir auferstanden sein dürfen und in Neuheit des Lebens wandeln. Des Lebens, was du uns gibst, Herr, was aus deiner Gnade kommt, durch deinen Geist in Wahrheit, was uns dein Wort verstehen lässt, was uns Heimweh gibt zur himmlischen Welt, was uns heiligen lässt von den irdischen Dingen und was uns Hunger gibt nach deinem Wort. Segne uns dazu heute Abend, dass wir dein Wort verstehen, essen, aufnehmen und danach leben und handeln und glauben. Wir preisen deinen Namen und bitten dich, dass du unter uns bist, so wie du zugesagt hast, Herr. Amen. Amen. Das, was wir heute lesen, hat niemand anders so deutlich formuliert wie der Apostel Paulus. Kein Petrus, kein Johannes, kein Jakobus, ja, sondern das hat der Apostel Paulus formuliert, speziell im Römerbrief, aber immer wieder in seinen Briefen auch. Nach meinem Evangelium, sagt er, ja, was Jesus ihm gegeben hat, das ist sein Evangelium, das ist ein spezielles Evangelium, das paulinische Evangelium. Das schauen wir uns mal im Einzelnen an, weil das spannend ist und, glaube ich, auch wichtig für uns zu verstehen. Und die Reformatoren haben so diesen Begriff hier geprägt, der mir sehr geholfen hat zu verstehen, worum geht es denn überhaupt im Glauben, wo stehe ich denn überhaupt und was mache ich denn jetzt? Weil das, was uns die Bibel zuruft über unsere Rechtfertigung, das fühlen wir als Menschen nicht. Wir fühlen als Menschen, dass wir mal gut im Glauben stehen, weil wir unsere stille Zeit regelmäßig machen, weil wir viel beten, weil wir fasten, predigen, wallfahren, alles machen, was uns gut deucht im Glauben. Und dann gibt es ja Zeiten, da liegen wir vielleicht am Boden, da sind wir müde, da vernachlässigen wir das Gebet. Das heißt, wir Menschen empfinden uns mal als Gott etwas näher und mal empfinden wir uns als Gott etwas weiter weg. Ja? Wir sind von unseren Empfindungen dem Glauben gegenüber wetterwendisch. Mal scheint die Sonne, strahlenblauer Himmel und mal ziehen Wolken auf. Bei manchen sind die Wolken ein bisschen dunkler, bei manchen ein bisschen weniger dunkel, ja? Das hängt vom Typ ab. Das ist seelisch, aber noch nicht geistlich. Ja? Und von diesem seelischen Evangelium oder von dieser seelischen Art zu glauben, wo wir auf uns selber schauen, ruft uns das Wort weg hin zu Christus. Das muss die evangelische Predigt leisten. Den Menschen aus seiner eigenen Verzagtheit oder aus seinem eigenen Übermut in das Maß Christi zu überführen. Und die Bibel, wenn sie denn recht gepredigt wird, hebt die Herzen der Menschen hoch zu dem, was Gott in Christus getan hat und macht sie fest in dem Glauben, unabhängig von dem, was wir empfinden und was wir fühlen. Ja, das schließt nicht aus, dass man sich von Herzen freut über das Evangelium. Emotion. Das schließt nicht aus, dass man von Herzen verzagt ist über seine Sünde und Unmöglichkeiten. Emotion, Traurigkeit. Ja? Aber die Rechtfertigung in Christus, sein Sterben und Auferstehen, dass er in uns einen neuen Menschen geschaffen hat zum Bilde Gottes, daran ändert das nichts.
Und das wollen wir uns heute Abend mal anschauen, weil das unseren Glauben ein Stück weit vom subjektiven Empfinden wegführt in die Wahrheit dessen, was die Schrift uns mitteilt, was uns fremd ist, was wir nicht empfinden, was wir so vielleicht nicht kennen und was uns auch kaum gepredigt wird. Oft in Predigten hört ihr, wie führe ich ein gelingendes Leben? Wie soll mein Leben aussehen? Wie soll ich meine Ehe führen? Wie soll ich meinen Job machen? Wie gehe ich mit Traurigkeit um? Wie gehe ich mit Enttäuschungen um? Immer geht es um mich, mein Tun, mein Seelenleben, mein Gemüt. Diese Themen findet ihr ganz oft. Ja? Aber ihr findet kaum etwas über den geistlichen Menschen. Was ist denn mit dem überhaupt? Wie will denn Gott, dass wir leben? Wie will Gott, dass wir glauben? Und deswegen ist dieses Thema wichtig, Wandel und Stellung. Also Wandel praktisch für die Lebensführung. Wie führen wir unser Leben? Wie gehen wir mit unseren Kindern um? Wie gehen wir auf der Arbeit mit unserer Zeit um? Sind wir pünktlich? Machen wir unsere Sachen ordentlich? Ja, ist auch Gottesdienst. Das ist Lebensführung. Hier in unserem Umfeld. Ja, und da sind wir frei in unserer Entscheidung. Ob ich mir morgens die Zähne putze oder nicht, das ist meine Entscheidung. Ob ich pünktlich im Geschäft bin, das ist nicht Gottesführung. Da bin ich für verantwortlich. Ja, da sind wir gefragt. Aber in den himmlischen Dingen haben wir keine freie Entscheidung. Ob wir zu Gott kommen und zum Glauben finden, das muss Gott in uns tun. Ja? Und diese beiden Welten, Inferior, Superior, ja? Inferior, die irdische Welt, und die Superior, die himmlische Welt, das haben die Reformatoren ganz fein unterschieden. Luther sagt, ob der Mensch rechts oder links vom Graben scheißt, bleibt ihm unbenommen. Entschuldigung, Luther hat es so gesagt, ich zitiere nur. Ja? Da ist der Mensch frei in der Entscheidung, ja? Aber in himmlischen Dingen nicht. Und oft wird das alles durcheinander geworfen. Ja? Und da versuchen wir ein bisschen Ordnung reinzubringen. Also erstmal 2. Korinther 5. Wir suchen mal ein paar Bibelstellen aus, wo von unserer Stellung die Rede ist. Ja? Wie unser Zustand ist, was Gott uns gegeben hat in Christus. Da steht 2. Korinther 5, Vers 17 bis 18. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. In Adam die Schöpfung, die wir hier sehen, in Christus die neue Schöpfung, die schon angefangen hat, in seiner Gemeinde, aber noch nicht sichtbar ist. Ja? Also ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. So empfinden wir uns oft nicht. Am Anfang, wenn man gläubig wird, dann schwebt man auf allen sieben Wolken. Ja? Und dann kommt aber irgendwann der Glaubensalltag, der holt einen dann wieder ein. Ja? Und deswegen ist immer wieder gut, man erfrischt sich ein bisschen an den biblischen Wahrheiten, die Gottes Wort uns in dieses Dilemma, in dem wir uns oft finden und uns oft selber verstricken, dass dieses Wort Gottes in dieses Dilemma die Wahrheit Gottes hineinruft, weil das ist geistliche Chiropraxis. Da werden wir wieder eingerenkt, ja, dass wir wieder gerade stehen können. Ja. Paulus sagt also, wir sind eine neue Schöpfung, es ist alles neu geworden in Christus Zustand, ja, das ist unsere Stellung. Alles, aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat durch Jesus Christus und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt oder den Dienst gegeben. Ja, das kommt von Gott, das hat Gott uns geschenkt, das haben wir nicht selber gemacht. Epheserbrief, mal eine Stelle zum Wandel. So ermahne nun euch, ich Gefangener in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie sich's gebührt eurer Berufung. Ihr seid berufen zum Herrn Jesus Christus, lebt auch so. Konkrete Handlungsanweisung, ja? So ermahne oder ermuntere ich euch nun, ich Gefangener in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie sich's gebührt eurer Berufung, mit der ihr berufen seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld und vertraget einer den anderen in der Liebe und seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, ja? Also da geht's um eine ganz klare ein Aufruf zur Lebensführung, wie wir uns verhalten sollen. Wie sich's gebührt, ja. Nochmal eine Stelle zum Wandel, heftige Stelle. Also meine Liebsten, wie ihr allezeit seid gehorsam gewesen, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch nun vielmehr in meiner Abwesenheit, schaffet das was Schwäbisches. Ja, schaffe, Häusle baue, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Legt da alles rein. Ja, das ist ein heftiger Vers. Denn Gott ist, der in euch beides wirkt. Ja, Gott ist, der in euch wirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wir sind also Gezogene und wir ziehen. Ja, wir sind Geschobene und wir schieben. Mehr schaffet halt. Beides wird aufgerufen in der Bibel. Ja, beides nebeneinander. Titus, auch zum Wandel.
Das ist gewisslich wahr, solches will ich, dass du Feste lehrest, sagt er zum Titus, ja, der Paulus, dass du das Feste lehrest, auf dass die, die an Gott gläubig geworden sind, in einem Stand guter Werke gefunden werden. Ja, solches ist gut und nütze den Menschen. Ja, wie gute Werke? Wir haben doch gesagt, nichts Werke mehr, sondern nur noch Glauben. In unserer Stellung vor Gott nützen uns unsere Werke nichts. Ja? Aber in unserem Lebenswandel, den wir zum Zeugnis Gottes haben sollen, wie wir unser Glaubensleben führen, sind wir zu Werken aufgerufen. Nur die Reihenfolge ist anders. Ja? Im Alten Testament musste man das Gesetz halten und wer das Gesetz hält, der soll leben, der wird gerecht vor Gott. Du musst was tun, damit du was wirst. Im Neuen Testament ist die Gerechtigkeit geschenkt. Wir sind schon in Christus und deswegen sollen wir etwas tun. Es ist umgekehrt. Ja? Und weil es genau umgekehrt ist, müssen wir uns bekehren. Wir müssen umkehren. Das ist der Grund dafür. In unserem Denken neu werden, neu denken. Von Gott her denken, speziell von Christus her denken. Warum? Weil wir ein Teil Christi sind. Ja? Wir sind der Leib und er ist das Haupt. Und von dieser Stellung, von diesem Wesen, von dieser Berufung her, sollen wir denken und unser Leben auch führen. Lass aber auch die unseren lernen, also nur wenige Verse weiter, ja, dass sie im Stand guter Werke sich finden lassen, wo man ihrer bedarf, auf dass sie nicht unfruchtbar seien. Ja? Also wir sollen schon auch schaffen, ja? Aber nicht um etwas zu werden, um gerecht zu werden vor Gott, sondern einfach, weil das unserer Berufung entspricht. Ja? Die Schwaben sagen, nicht rumlömeln, ja? Sondern in dem Leben, zu dem Gott uns berufen hat, so wie jeder kann und wie jeder berufen ist. Ich zeige euch mal kurz die Themen, die wir anschauen wollen, dass ihr ein bisschen Überblick habt. Das ist ein schmaler Grat, auf dem wir uns befinden. Weil die meisten Christen nämlich so fühlen, so empfinden und so glauben, wie ihr Gefühl ist und nicht von der Schrift her denken. Ja? Die vergleichen das, was gepredigt wird, oft mit ihrer eigenen Erfahrung, weil für viele noch die eigene Erfahrung das Maß der Dinge ist und nicht die Schrift. Aber wir müssen lernen, auch von der Bibel her zu denken. Und deswegen ist das, was ich euch sage, sind Themen, wie gesagt, die man nicht fühlt, die man in der Bibel aber nachvollziehen kann und die uns zum Glauben werden sollen. Ja? Also ein schmaler Grat. Der Pietismus, vor allem im Schwabeländler, hat immer sehr viel Wert auf persönliche Frömmigkeit gelegt. Ja? Persönliche Frömmigkeit, persönliches Leben mit Jesus, persönliche Glaubenserfahrungen. Nächste Stufe, persönliche, außergewöhnliche Glaubenserfahrung. Nächste Stufe, Wunder. Nächste Stufe, Heilungen. Nächste Stufe, Emotion. Nächste Stufe, Geistesfülle. Nächste Stufe, Charismatik. So ist gewesen. Ja? Nach der kühlen Lehre der Reformatoren haben sich die Menschen nach Emotionen gesehnt. Das Evangelium war ihnen zu scholastisch, zu theoretisch, zu weit weg. Und dann kam der Pietismus und hat dieses Emotionale, Jesus nah bei dir, Jesus in mir. Und das hat diese emotionale Schiene total befeuert unter den Christen. Und da ist letzten Endes auch die Charismatik rausgekommen. Ja? Und wir wollen eine gesunde Balance irgendwo haben. Ja? Die brauchen wir. Nur mal so als Überblick. Das schauen wir uns an, alter und neuer Mensch, was ist denn das überhaupt? Anstrengungen im Glauben im Gegensatz zum Gezogenwerden durch Christus. Äußerer und innerer Mensch, wer ist denn das? Für wen gilt denn was? Was macht der denn? Wer macht was? Besserung. Wie kann ich ein siegreiches Glaubensleben führen? Wie sieht denn das überhaupt aus? Hört er ja oft. Siegreiches Glaubensleben, ja? Wie ist denn das überhaupt? Was hat der Paulus da erlebt? Sieg im Glaubensleben, ja? Römer 8, Vers 1. Was ist Wiedergeburt? Was folgt denn aus der Wiedergeburt? Wenn wir jetzt zwei Naturen haben, für welche Natur gilt denn was? Ja, wenn es jetzt heißt, schaffe, dass ihr selig werdet, mache ich das mit dem neuen oder mit dem alten Menschen? Wie geht denn das überhaupt? Wie unterscheide ich das? Was sagt das überhaupt? Ja? Und dann Galater 3, tun oder glauben? Oder man kann noch deutlicher sagen, tun oder sein? Ja? Das Alte Testament, das Gesetz vom Sinai, das hat gesagt, du musst etwas tun. Was denn? Das Gesetz Gottes. Warum denn? Damit du lebst. Tu etwas. Im Neuen Testament heißt es, du musst etwas sein. Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren bist, wenn du nicht etwas bist, kannst du nicht sehen. Ja?
Das sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Bündnissen, eigentlich zwischen Stellung und Wandel und speziell auch hier in dem Thema Tun oder Glauben oder Tun oder Sein. Glaube ist keine Leistung. Tun ist eine Leistung. Ja? Glaube ist das Gegenteil von etwas zu leisten. Glaube ist etwas wahrzuhalten, was Gott geleistet hat. Glaube ist passiv. Glaube ist etwas für wahrzuhalten, eine Wahrheit, die Gott auf Golgatha geschaffen hat. Ja? Glaube ist das Gegenteil von Tun. Im Pietismus und auch in vielen unseren Kreisen ist aber der Glaube eine Leistung, eine Anstrengung, die wir aus uns selber irgendwie raus machen sollen. Und das funktioniert nicht. Ich meine, dass der Glaube in dem Moment entsteht, wo man die Bibel auslegt und erklärt. Dann sieht man, dass das alles wahr ist in der Bibel. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann glaubt man das. Warum? Ja, weil es wahr ist. Warum sollen wir nicht glauben, was wahr ist? Also kommt der Glaube aus der Predigt. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Sonst ist es keine Predigt. Ja? Also die Dinge schauen wir uns mal an. Schmaler Grat habe ich euch schon erklärt, warum. Weil viele ihre Empfindungen zum Maßstab machen. Die sagen, das, was der da vorne sagt, empfinde ich das, erlebe ich das oder erlebe ich das nicht. Ja? Pietismus, die Rolle habe ich auch schon kurz erklärt. Jetzt zeige ich euch mal eine Stelle zum alten und zum neuen Menschen. Die haben wir eben auch schon mal gesehen. Ja? Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Die erste Schöpfung in Adam, die zweite Schöpfung in Christus. Ja? Die erste Schöpfung ist in Sünde gefallen und verloren gewesen, bis der zweite Adam kam, der letzte Mensch, Christus, ja, der eine neue Schöpfung gemacht hat, im Geist und in Wahrheit, ja, und seine Gemeinde berufen hat. Anstrengung versus gezogen werden. Das ist interessant. Paulus berichtet nämlich in Römer 7 von einem großen inneren Konflikt, den der gehabt hat. Und das macht er in einer sehr offenen Art und Weise. Er schreibt nämlich darüber, dass er Lust hat an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ja? Er sieht aber ein anderes Gesetz in seinen Gliedern, was dem widerstreitet, was ihn gefangen nimmt und was ihm ganz viel Not bereitet. Und das geht euch, wenn ihr wiedergeboren seid, auch so. Das ist aber kein Zeichen dafür, dass wir nicht gläubig wären, sondern das ist ein Zeichen dafür, dass wir gläubig sind. Denn der Gesetzesmensch oder der nichtgläubige Mensch kennt den Konflikt gar nicht. Ja? Der sagt, wieso habt ihr denn für ein Problem? Ich habe doch gar kein Problem. Ja? Der kennt diesen Konflikt nicht, aber Paulus schreibt das hier in Römer 7, 22 und 23 sehr offen, dass er Lust hat an Gottes Gesetz, nach dem inwendigen Menschen, aber ein anderes Gesetz in seinen Gliedern sieht, was diesem Gesetz widerstreitet. Wenn ihr das mitlesen wollt, er schreibt, so finde ich mir nun ein Gesetz, Römer 7, 21, der ich will das Gute tun, ich will ja, dass mir das Böse anhangt, das klebt an mir wie Bitumen an den Finger, ich kriege das nicht ab. Das klebt an mir. Ich will ja das Gute tun. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Du sollst dich lügen, du sollst dich stehlen, du sollst dich nicht begehren lassen, ja, deines nächsten Haus, Weib, Kind, Auto, was auch immer, ja. Ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz. Welches ist in meinen Gliedern? Ich, elender Mensch, was bloß los mit mir? Ich will und ich kann nicht. Ich will Gottes Gesetz tun und ich sehe immer wieder, wie ich es übertrete, wie ich mich halt gelüsten lasse, wie ich neidisch bin, ja? Weil der Gamaliel halt ein großes Haus hat und ich wäre auch gern hoher Priester geworden als Paulus. Ich hätte das Zeug dazu gehabt. Ich war im innersten Zirkel. Ich habe zugenommen über alle anderen von meinem Geschlecht. Ich bin vom Stamme Benjamin. Ich bin beschnitten am achten Tag. Ich wäre der gewesen, der hoher Priester geworden wäre. Der Paulus war jüdischer Hochadel. Ja? Und jetzt? Der Gamaliel, der hat's und ich hab's nicht. Und in dem Moment hat er das Gesetz übertreten. Und er hat Lust an Gottes Gesetz, weil er weiß, dass das Gesetz gut ist. Er nimmt ja eins der 10 Gebote hier. Und trotzdem merkt er, ich bin schon wieder da reingegangen. Ich wollte das doch nicht. Ich soll das nicht.
Im Gegenteil, oder noch viel schlimmer, ich habe Gottes Gebot übertreten. Wer aber ein Gebot übertritt, ist es ganz schuldig. Also hat Paulus sein Leben verwirkt. Und deswegen sagt er, ich elender Mensch. Ich will ja gerne Gottes Gesetz, aber ich schaffe es nicht, um Himmels Willen, ich schaffe es nicht, ich will es ja. Und ich glaube, kaum jemand hat sich so angestrengt wie der Paulus. Dagegen sind wir Stümper. Ich bitte euch, wir sind Stümper, wir dürften gar nicht mitreden hier. Ja? Denkt an den Luther, wie oft er gefastet hat. Ja? Große Probleme mit seiner Verdauung gehabt, man vermutet, weil der so hart gefastet hat, ja? Dass das oft ein großes Problem gewesen ist. Der hat gekämpft darum, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern, schaffet. Ja? Da stehen wir weit hin, dagegen haben wir ein bequemes Christentum. Ja? Ich sage das nicht tadelnd, ich sage das nur feststellend. Ja? Also er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Das war die Situation von Paulus. So hat er sich gesehen. Nicht emotional, nicht weil er seinen eigenen Ansprüchen nicht entsprochen hätte, sondern weil er Gottes Gesetz übertreten hat. Ja? Das war das, woran er schuldig wurde. Also das führt auf jeden Fall zu einem Konflikt im Glauben. Diese Lust zu haben nach Gottes Gesetz, nach dem inwendigen Menschen. Und ein anderes Gesetz in seinen Gliedern zu sehen, ist aber eigentlich kein Zeichen dafür, dass man schlechtgläubig wäre oder falsch, sondern dieser Konflikt zeigt eigentlich, dass Gott etwas Neues in uns angefangen hat, ein neues Wesen in uns gelegt hat, was etwas anderes ist als das Fleischeswesen. Ja? Und sogar die guten Taten, sogar die frommen Taten, werden durch den Geist Gottes entlarvt, was sie wirklich sind. Ja? Spurgeon ist mal, nee, nicht Spurgeon, Watchman Nee ist mal nach einer Predigt von der Bühne runtergekommen und kommt ins Auditorium. Da kommt eine Frau ihm entgegen und sagt, also Herr Watchman Nee, da, also Sie haben aber wirklich schön gepredigt heute. Und dann sagt er zu ihr, das hat der Teufel mir auch gerade gesagt. Ja? Also auch fromme Werke können, wenn sie denn im Egoismus getan werden, können auch Sünde sein. Wenn ich mich bekehre zu Jesus Christus, um in den Himmel zu kommen, dann bekehre ich mich ja, um etwas zu bekommen, oder? Wenn ich mich bekehre, um nicht in die Hölle zu kommen, dann bekehre ich mich, um etwas zu vermeiden. Ist dann diese Bekehrung egoistisch, egozentrisch? Ja. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der sich um Gottes Willen bekehrt hätte. Das ist aber nicht schlimm. Gott akzeptiert das trotzdem. Aber ich habe oft Menschen getroffen, die in persönliche Not gekommen sind. Und wenn es denn Sündennot war oder persönliche Lebensprobleme oder Not und aus dieser Not zu Gott geschrien haben. Und trotzdem war diese Bekehrung ja, weil ich weiß, mir geht's ans Leder. Ja, ich brauche Hilfe. Und in dieser Not schreien wir Menschen zu Gott. Und Gott ist gnädig und barmherzig, das zu erhören. Ja, ich rede noch irdisch. Auch das wirkt Gott in uns. Ja. Aber wir können nichts Gutes vor Gott tun, was irgendwo vor seinen Augen Bestand haben könnte. Ja, das ist eine heftige Erkenntnis, die man bekommt. Und dann sagt man mit dem Paulus auch, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Wer hat ihn denn erlöst? Jesus. Wodurch denn? Er sagt, ich danke Gott durch Jesum Christum, unserem Herrn, und so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes und mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Was ist das denn? Bitte? Wunderbar. Aber ist es nicht auch Zerrissenheit? Warum ist das denn Zerrissenheit? Weil der Paulus weiß, ein Stück in diesem neuen Menschen, ja, der dem Gemüte nach Gottes Gesetz tut und tun will, und der Alte ist immer noch da. Das zeigt aber doch nur, dass er zwei Naturen hat. Und er hat auch einen neuen Menschen, der in Christus ist. Dieser Konflikt entsteht ja eigentlich nur deswegen, weil er diesen neuen Menschen hat. Sonst wäre er ja mit sich zufrieden. Er war ja jahrelang mit sich zufrieden. Ja, als Pharisäer, hat die Gemeinde Jesu verfolgt, hat alles richtig gemacht. Nahm zu im Gesetz über alle anderen, die er gehabt hat. Im Gesetz zugenommen. War doch alles picobello bei ihm. Mehr konnte man nicht mehr tun, oder? Und dann hat Gott seinen Sohn in ihm geoffenbart. Und dann fangen diese Konflikte an. Und jetzt überlegt, versetzt euch mal in die Lage vom Kollegen von Paulus, von seinen Studienkollegen bei Gamaliel. Die sagen, der Paulus, der war immer schon ein bisschen komischer Typ. Und jetzt glaubt er an diesen Jesus. Und wir wussten ja, dass das nicht so ganz koscher ist, was er da macht. Aber jetzt hat er selber aufgeschrieben, dass er ein Sünder ist.
Wir haben nämlich den Römerbrief uns kopiert. Und den haben wir uns kommen lassen nach Jerusalem und Sanhedrin haben wir den mal vorgelesen, damit die anderen seiner Kollegen sich nicht auch noch zu dem Jesus bekehren. Denn der Paulus schreibt ja hier, er dient hier mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Das hat der Paulus selber geschrieben. Das ist kein Fake News. Das, was Paulus hier schreibt, ist uns zu einem großen Trost. Und für die Gesetzesmenschen sagen die eben mit diesen Worten, die dem geistlichen Menschen zum Trost wird, weil wir uns plötzlich aus der Bibel verstehen und verstehen, das ist nicht unnormal, was in mir passiert. Wir sind nicht theoretische Sünder, wir sind praktische Sünder. Wir brauchen aber auch praktische Vergebung. Und wir haben auch praktische Vergebung in Christus. Ja? Aber dass Paulus das so offen formuliert, hat ihn unglaublich angreifbar gemacht für seine pharisäischen Freunde. Ja? Und trotzdem hat er den Mut gehabt, dazu zu schreiben. Was für ein Glück. Können wir 2000 Jahre später, können wir froh sein darüber. Ja? Also wenn ich den mal treffe, dann muss ich mal einen Kaffee trinken mit. Ich muss mal sagen, lass mal ein bisschen, erzähl doch mal ein bisschen. Ja? Also das wird schon spannend werden bei ihm. Okay. Menschlich gesprochen, ja? Ihr versteht, was ich meine. Wie gibt es denn jetzt Sieg im Glaubensleben? Wie gibt es denn Sieg im Glaubensleben, wenn diese Zerrissenheit da ist? Ich muss ja irgendwie doch auch mal zu einem Glaubensfrieden finden, ja? In diesem Glaubenskampf, den ich auch kenne. Und da sagt Paulus, es ist nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Was meint er jetzt mit dem Fleisch, nach dem Fleisch wandeln? Meint er damit abends in eine Disco gehen? Ja, oder einen über den Durst trinken oder Völlerei oder was meint er damit? Der meint damit, nach dem Fleischwandel meint er, das Gesetz des Mose zu erfüllen, die Speisegebote einzuhalten, die Sabbate und die Feiertage zu halten, im Judentum zu leben, das ist für ihn nach dem Fleisch zu wandeln. Ja? Nach dem Geist zu wandeln, was heißt das denn? Und das schauen wir uns gleich mal an. Ja? Ich kürze das ab, damit ihr ungefähr wisst, wo ich hin will mit euch. Unsere Aufgabe als Christen, als wiedergeborene Christen, ist nicht das Gesetz zu halten, sondern Christus darzustellen. Wenn ich das in Großbuchstaben sagen könnte, würde ich das jetzt machen. Ja? Unsere Aufgabe ist nicht das Gesetz des Mose zu halten. Unsere Aufgabe ist Christus darzustellen. Warum? Weil wir doch ein Teil sind von ihm. Weil wir doch seine Leibesgemeinde sind. Weil wir Botschafter sind an Christi Stadt. Weil die Menschen, die nicht gläubig sind, an uns sehen sollen, was es heißt, wenn man an Jesus glaubt. Ja? Seid so wie ich. Ja? Und Paulus schreibt es auch immer wieder in seinen Briefen. Paulus schreibt, nie haltet das Gesetz. Findet ihr im ganzen Neuen Testament nicht. Was schreibt denn Paulus? Er schreibt, bringt Frucht. Hört ihr den Unterschied? Er sagt nicht, tu das Gesetz, bringt Frucht. Im letzten Sommer waren wir bei uns im Garten und wir haben im Garten so einen Himbeerstrauch. Ja? Und Anja hat den Rasen gemäht und ich habe Himbeeren gegessen. So fand ich es gut verteilt und so haben wir es auch gemacht. Ja? Okay, also ich stehe am Himbeerstrauch und esse die Himbeeren und rufe zu Anja rüber, Anja, ich esse Himbeeren. Ja, ja, sagt sie, von unserem Himbeerstrauch. Ja, ja. Sag ich, weißt du, warum der Himbeerstrauch Himbeeren hat? Sagt sie, nee. Sag ich, weil das ein Himbeerstrauch ist. Der kann gar nicht anders. Der Himbeerstrauch bringt einfach Himbeeren. Was bringt der denn? Frucht. Warum? Weil der lebendig ist. Ihr könnt aus einer Treppenstufe keine Himbeeren holen und keine Äpfel bannen. Warum? Weil die Treppenstufe tot ist. Ja? Und so war Israel im alten Bund im Gesetz ohne Geist Gottes und sollten das tun als Modell, als Hinweis auf das, was kommen sollte. Wir sollen aber nicht nur das Gesetz tun, sondern wir sollen Christus darstellen. Wir sollen nicht in den Werken des Gesetzes wandeln, sondern wir sollen Frucht bringen. Warum bringen wir denn Frucht? Weil wir lebendig geworden sind. Wie sind wir denn lebendig geworden? Wir sind wiedergeboren. Also ist unser Gesetz, an dem wir uns orientieren, auch nicht mehr in toten Buchstaben geschrieben, Römerbrief, sondern ist eine Persönlichkeit. Wer denn? Christus selbst. Christus ist unser Gesetz. Was er von uns will, dass wir tun sollen, tun wir. Was er nicht von uns will, tun wir nicht. Ja? Was schreibt Paulus, was ist Sünde? Was schreibt Paulus, was Sünde? Gesetzesübertretung? Ja, auch. Aber er schreibt etwas ganz Erstaunliches. Er sagt, alles, was nicht aus Glauben geht, ist Sünde. Erinnert ihr euch an den Vers? Ja, ich müsste jetzt suchen, wo er steht.
Alles, was nicht aus Glauben geht, ist Sünde. Warum? Weil das der Glaube Christi ist, den er in uns gegeben hat. Und unser Gesetz ist Christus. Und wenn wir etwas aus Unglauben tun, dann ist das Sünde. Erstaunlicher Vers. Versteht ihr ein bisschen, wo ich mit euch hin will? Ja? Ich will nicht mit euch in die Gnosis. Das ist alles gebunden ans Wort. Das war das paulinische Evangelium. Das hat kein Judas formuliert. Kein Petrus, kein Jakobus, kein Johannes. Das ist das Evangelium des Paulus. Das ist etwas Besonderes. Das ist ein himmlisches Evangelium. Er schreibt hier von Dingen, die wir so nicht fühlen. Diese Stellung in Christus fühlen wir nicht. Die ruft uns das Wort Gottes zu. Die Verzagtheit durch die Übertretung des Gesetzes, die fühlen wir. Ich elender Mensch. Aber die Botschaft, Christus ist gestorben und auferstanden und du bist mit ihm gestorben und sollst in Neuheit des Wesens mit ihm wandeln, das ruft uns das Wort Gottes zu, in dieses Dilemma hinein. Das ist das Licht Gottes, was uns scheint. Deswegen sollen wir jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Ja? Weil der Glaube aus dieser Predigt kommt. Und die Predigt kommt aus diesem Wort und hebt die Herzen der Menschen hoch. Wir verstehen plötzlich, ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht abgefallen vom Glauben. Ich kämpfe. Meine Frau hat zu mir gesagt, wie gehst denn du mit Anfechtung um? Schon lange her. Habe ich zu ihr gesagt, ich gehe nicht mit Anfechtung um, die Anfechtung geht mit mir um. Ja? Aus Gnade zu leben kann mal hart sein, da schlägt es schon mal Funken. Zu sagen, Herr, vergib mir. Ja? Und es ist gut, wenn ihr eine gewisse Glaubenshygiene habt, wenn ihr Sünde bekennt, ob euch die leid tut oder nicht. Ich habe auch schon gebetet, Herr Jesus, ich bin da wieder reingefallen. Ich habe wieder zu schnell geredet, habe mich gelüsten lassen, was auch immer sein mag. Und ich habe auch schon gebetet, Herr Jesus, es tut mir nicht mal leid, aber ich will, dass du es weißt. Ja? So darf man, Gott kennt unser Herz besser als wir selber. Ja? Ich weiß nicht, wie euer Gebetsleben aussieht, aber das dürfen wir vor Gott sagen. Ja? Und wir wissen, dass Gott uns gut ist in dem und dass er das weiß. Warum? Weil Christus ja selber im Fleisch war. Und deswegen Mitleiden hat, sagt der Hebräerbrief, mit unseren Schwachheiten. Ja? Und versucht wurde wie wir, aber ohne Sünde. Und deswegen hat er Mitleiden mit uns. In diesem Kampf stehen wir und das ist nicht unnormal, wenn ihr sowas erlebt, sondern das ist sehr normal. Das ist ein Zeichen dafür, dass ihr gläubig seid. Ja? Und ich finde das schade, dass die Verkündigung in den Gemeinden das heute so selten aufnehmen. Zumindest in den Gemeinden, in denen ich mich so bewege und wo ich so im Internet rumsurfe, so, da höre ich sehr, sehr selten davon. Ja? Okay, also aber sehr wichtig, ja. Okay, also der Sieg im Glaubensleben, den der Paulus hat, den sieht er in Christus und sagt, obwohl ich so ein Harzknauben bin, und der Paulus war ein Harzknauben, ja, also vorher und nachher auch, also der hat ja vor Kaiser und Königen hat er das Evangelium verteidigt, der hat in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft und der hat zum Schluss gesagt, hinfort macht mir niemand mehr Mühe, es ist auch gut. Ich trage die Nägelmale unseres Herrn, ja, oder die Male unseres Herrn. Der hat sein Leben wirklich in die Waagschale geworfen, da muss man sagen, ja. Und er sieht seine Rechtfertigung, obwohl er das, was er in Römer 7 geschrieben hat, ja, dass die Sünde ihm anklebt, sagt er, ich darf in Christus sein und in Christus ist nichts Verdammliches an mir und auch nicht an allen anderen, die in Christus sind. Warum? Weil unser neuer Mensch in Christus ist und nach Christus geschaffen ist, nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, während der Alte vergeht. Er sagt nur, das ist euch geschenkt, euch zugesprochen, Gott wird das tun und das wird an euch offenbar gemacht werden, wenn ihr zu ihm kommt, ob durch die Entrückung oder dadurch, dass ihr ablebt, ja, dann wird Gott das tun. Aber das, was in euch angefangen hat, diese Sehne und dieses Leben, das lebt in diesem alten Menschen. Wie formuliert das Paulus denn? Ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke. Paulus sagt, ich kreuzige meinen alten Menschen samt seinen Lüsten und Begierden. Moment mal, wie der Paulus kreuzigt seinen alten Menschen. Warum sagt er das? Weil Christus seinen Leib gekreuzigt hat. Sagt er, kreuzigen wir unseren Leib auch. Ja? Aus der Christusgleichheit leitet er das als Lebensmotto für sein Leben ab. Von Christus, nicht von Mose, nicht aus den Geboten. Ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt. Warum? Weil wir mit Christus am Kreuz hängen, juristisch, mit ihm gestorben sind und mit ihm auferstanden sind. Er leitet sein Leben, seinen Wandel, seine Stellung, seine Hoffnung, seinen Glauben, alles, was er ist, was er hat, von Christus ab. Und er sagt, Jesus ist gestorben, Jesus ist begraben
Jesus ist auferstanden und aufgefahren in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Und das kann niemand mehr rückgängig machen. Das ist gewiss. Und das ist geschehen. Und wenn wir das für wahr halten und glauben können, ohne dass das eine Leistung wäre, weil das Wort uns davon überzeugt, dann gehört es uns. Schenkt Gott uns das. Mitten in das Chaos, in dem wir uns vielleicht manchmal befinden, so tagsüber im Geschäft oder auf der Autobahn oder wo ihr euch überall befindet, ja? Oder wenn man wirklich auch in Anfechtungen kommt, wegen mir bei der Partnerschaftswahl, bei der Berufswahl, bei der Ortswahl, wo soll ich wohnen und was das Leben alles so mit sich bringt. Das ist halt auch so in so einem Leben, ja? Ruft Gott das in unser Leben rein und sagt, wenn ihr in Christus seid, ist nichts Verdammnis an euch, obwohl ihr euch vielleicht anders empfindet. Das macht uns frei. Also da kann man aufatmen und sagen, Herr, wenn das so ist, ich habe ja eh nichts zu bringen, dann bin ich frei. Der Volksmund sagt das ein bisschen, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Kennt ihr das? Sagt der Volksmund. Ja? Wenn der Ruf eh hin ist, ist auch egal, was die Leute von einem denken. Das ist kein gutes Beispiel. Ja? Aber wenn man es ein bisschen geistlich verstehen will und sagen will, ich bin vor Gott mit meinem ganzen Tun zu Schanden geworden. Ja? Mein Predigen hilft mir nicht, mein Beten hilft mir nicht, meine Taufe nicht, meine Konfirmation, mein heiliges Leben, meine Entsagungen, alle diese Dinge helfen mir nicht vor dem heiligen Gott, der heller scheint als die Sonne. Allein Christus hilft. Herr, ich habe es versucht und ich muss sagen, ich schaff's nicht. Aber du hast deinen Sohn gegeben. Ja? Das ist wahr und daran glaube ich. Kurzes Beispiel. Jemand bewirbt sich um einen Job. Jetzt kommt er zum Vorstellungsgespräch. Jetzt sagt der Chef, guten Tag, ich brauche einen Schweißer. Können Sie schweißen? Haben Sie einen Schweißerschein? Dann sagt er, nee, aber ich kenne einen, der kann schweißen. Dann sagt er, ja, okay, haben Sie denn wenigstens einen Führerschein? Nee, aber ich kenne einen, der hat einen Führerschein. Kriegt der Mann den Job? Never ever. Jetzt kommen wir in den Himmel, dann sagt Gott zu uns, wo ist denn deine Gerechtigkeit? Dann sagen wir haben keine Gerechtigkeit. Ich kenne aber einen, der hat die Gerechtigkeit für mich. Kommen wir dann in den Himmel? Aber ja, natürlich. Das ist ganz anders bei Gott. Es ist ja sogar so, dass der in den Himmel kommt und sagt, ja, ich habe da so allerlei gemacht, ich kann dir mal kurz zeigen, so einen kurzen Abriss von dem, was ich so, ja, der kommt nicht in den Himmel. Ja, so töricht ist das Evangelium eigentlich, dass man schmunzeln müsste drüber, wenn man es nicht schon so gewohnt wäre. Ja, sondern wir kommen vor Gott nicht in unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern in einer Gerechtigkeit, die uns fremd ist, die uns einfach geschenkt ist, die uns überkleidet ist. Ja, so kommen wir zu Gott. Nee, ich habe keinen Schweißerschein, ich kenne aber. Haben Sie Abitur? Nee, ich habe keinen. Ich kenne aber einen, der hat Abitur. Ja? So stehen wir im Himmel eines Tages vor Gott. Und natürlich haben die Griechen darüber gespottet und haben gesagt, das ist ja töricht. Ja? Und natürlich haben die Juden nach Zeichen und Wunder gesucht. Aber wir predigen Christus. Ja? Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Ja? Uns aber eine Gotteskraft. Eine Gotteskraft. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Ja? Halleluja, genau. Ja? Was macht jetzt die Wiedergeburt mit uns? Was ist da passiert? Der Johannes schreibt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt oder von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Hoho. Das würde ja bedeuten, dass wir wiedergeboren sind und dass unser neuer Mensch von Gott kommt, nach dem Bilde Gottes ist. Adam war doch auch nach dem Bilde Gottes geschaffen, oder? Fiel in Sünde und die ganze Schöpfung mit ihm. Und jetzt gibt es zum ersten Mal wieder Menschen, die im Geist nach dem Bilde Gottes geschaffen worden sind und Gottes Natur an sich tragen. Warum? Weil die einen neuen Menschen haben, die sind von Neuem geboren. Hat das Gesetz an diesem neuen Menschen etwas auszusetzen? Nein. Warum nicht? Weil dieser neue Mensch perfekt ist. Warum? Weil der göttlicher Natur ist. Das Gesetz hat nichts an diesem neuen Menschen auszusetzen. Kann auch nicht. Wenn das Gesetz den neuen Menschen in Christus sieht, bückt es sich und verzieht sich. Und sagt, um Himmels Willen, das ist Gott in Christus in der Gemeinde, da habe ich gar nichts verloren. Ich finde da gar keinen Ansatzpunkt. Im Gegenteil, ich bin ja von Gott
eigentlich nur gegeben worden. Da, ja, ich hab, ja, außerdem gilt das Gesetz nur auf Erden und nicht im Himmel. Aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das Gesetz erreicht unseren Menschen, unseren neuen Menschen nicht. Ja? Und dieses, wenn wir in Christus sind, hat doch Christus das Gesetz erfüllt für uns. Und weil er das Gesetz erfüllt hat, hat das Gesetz an uns nichts mehr auszusetzen. Das ist schon erfüllt worden für uns. Das ist die Rechtfertigung, die wir bekommen haben in Christus. Ja? Das ist was Feines. Mit dem Gesetz ist das anders, ja? Tun oder glauben. Der Gerechte wird seines Glaubens leben, sagt Paulus im Galater 3, Vers 11. Das Gesetz aber ist nicht des Glaubens, sondern das Gesetz muss gemacht werden. Da muss man schaffen. Das Gesetz soll getan werden, nicht geglaubt. Christi hat aber etwas getan, das soll geglaubt werden und nicht nachgemacht werden. Die katholische Kirche sagt ja, Christus ist unser Vorbild. Ja, deswegen an den katholischen Kreuzen hängt ja Christus auch, glaube ich, noch am Kreuz. Ja, bei den evangelischen ist er weg. Ja? Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Aber das Gesetz ist nicht des Glaubens. Das Gesetz muss man tun, um etwas zu werden. Aber alle sind am Gesetz gescheitert. Nur einer nicht. Jesus. Das war seine titanische, das ist das falsche Wort, seine übermenschliche Leistung. Seine göttliche Leistung, seine überirdische Kraft, das Gesetz im Fleisch zu halten. Er hat das Gesetz gegeben und er hat es erfüllt für uns. Ja? Hätte Jesus dann sterben müssen? Nein. Warum nicht? Weil er das Gesetz gehalten hat und wer das Gesetz hält, soll leben. Ist Jesus gestorben? Ja. Jesus hätte also nicht sterben brauchen, für sein eigenes Leben hätte er nicht den Tod erleiden müssen. Aber er hat trotzdem die Strafe des Todes erlitten. Für wen denn? Für euch, für uns. Dann sind wir da frei. Ja, genau. Das ist die frohe Botschaft. Das heißt, Jesus hat für sein eigenes Heil mehr getan, ich muss anders sagen, er hat das Gesetz gehalten und ist trotzdem gestorben. Er hat das Gesetz gehalten und hat die Strafe des Gesetzes erlitten. Also hat er mehr getan, als für sein eigenes Heil notwendig gewesen wäre. Mehr. Und da ist Raum für uns. Gott hat Christus auferweckt, oder? Hätte Gott Christus auferwecken können, wenn Jesus eine Sünde getan hätte? Nein. Jetzt hat aber Gott doch Jesus auferweckt. Hat Jesus dann eine Sünde getan? Nein. Genau, ja, das ist ein anderer Aspekt. Aber Gott hat dieses Opfer Jesu als sündloses Opfer anerkannt und weil Jesus ohne Sünde war, konnte er nicht im Tod bleiben. Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Entschuldigung, jetzt sage ich etwas. Gott musste Christus auferwecken. Gott muss gar nichts. Und ja, ihr versteht, wie ich das meine. Christus konnte nicht im Tod bleiben, weil er es nicht verdient hat. Er hat es erdient, erworben, erkämpft, bezahlt. Wir können das nicht. Und er hat den Tod erlitten, obwohl er keine Sünde getan hat. Gott hat ihn auferweckt von den Toten und das konnte Gott nur tun, wenn Christus ohne Sünde war. Wenn Jesus aber ohne Sünde war, dann hat er das Gesetz gehalten und trotzdem die Todesstrafe erlitten. Versteht ihr? Das geht immer so im Kreis. Ja? Das heißt, da hat also Jesus mehr getan, als für sein eigenes Heil notwendig war. Er hätte eigentlich leiblich hinauffahren können in den Himmel, mit seinem irdischen Leib. Berg der Verklärung. Und er geht trotzdem nach Golgatha, lässt sich bespucken, lässt sich schlagen, lässt sich eine Dornenkrone aufsetzen. Und lässt sich festnageln an dem Kreuz. Ja? Aber das Leben haben sie ihm nicht genommen. Das hat er gegeben. Ich gebe es und ich nehme es auch wieder. Ja? Das haben sie ihm nicht genommen. Also so funktioniert Erlösung. Ja? Und weil das wahr ist, dass Gott Christus auferweckt hat von den Toten, 1. Korinther 15, ja? Das ist ja das Auferstehungskapitel, Paulus sagt, wie kann es denn sein, dass etliche von euch sagen, die Auferstehung sei nichts? Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, sind wir noch in unseren Sünden.
dann ist unsere Predigt falsch. Dann sind wir Lügner, weil wir zeugen, dass Christus auferstanden wäre, der doch nicht auferstanden ist. Dann seid auch ihr noch in euren Sünden, dann seid ihr alle verloren, dann ist die Schöpfung verloren, ist alles hin. Versteht ihr, was ihr sagt? Christus wäre nicht auferstanden. Da hängt an der Auferstehung Christi hängt alles. An der leiblichen Auferstehung Christi. Nicht an einer humanistisch, psychologisch, spirituellen, an der leiblichen Auferstehung Jesu Christi. Leiblich auferstanden, leiblich in den Himmel gefahren, ohne Sünde. Ja? Und weil das wahr ist, weil das nämlich im Alten Testament schon vorhergesagt wird und weil wir das glauben können, deswegen gehören wir dazu. Das wird Gott, was ist denn unsere Aufgabe? Naja, wir sollen vom Evangelium sagen, aber eigentlich warten wir nur, dass Jesus wiederkommt. Das ist das, was wir tun sollen. Wir warten. Spurgeon ist mal durch London gelaufen, auf dem Weg zur Bibelschule, und da kommt da an jemand vorbei, der einen Hof pflastert mit den Steinen. Oh, sagt er, sie haben aber auch eine harte Arbeit. Ja, sagt er schon. Ja, sagt er, und wie geht er? Was machen Sie sonst so? Er sagt, ja, eigentlich warte ich darauf, dass Jesus wiederkommt, und in der Zeit pflaster ich hier den Hof. Ja, toll. Toll. Das ist leicht. Ja, wenn Gott uns das macht das Leben leicht. Und so sollen wir eigentlich glauben. Und weil die Erlösung so funktioniert und wir sehen, dass das logisch ist und richtig ist, macht uns das leicht, macht uns das fröhlich. Und die Freude im Herrn ist unsere Stärke, die macht uns kräftig zu glauben. Ja? Wegzusehen von uns, von unseren Unmöglichkeiten und zu Jesus hinzuschauen. Und jeden Tag fängt die Gnade Jesu neu an. Jeden Tag fängt die neu an. Wir dürfen jeden Tag neu anfangen. Wunderschön. Ja? Das neue Gesetz. Das schauen wir uns noch kurz an, machen aber nicht mehr ganz so lange. Ja? Könnt ihr noch zuhören? Ja? Wo und wann kam das Gesetz? Sinai. Ja? Am Sinai. Gott hat es Mose gegeben. Ja? Für wen galt das Gesetz? Für die Juden? Für Israel? Nur für Israel? Bitte? Für alle. Bitte? Alle Völker ringsherum. Ja, für den Fremdling, der bei Israel wohnte. Paulus geht noch weiter. Ja, ich zeige euch gleich. Also die Rabbiner sagen immer, das Gesetz gilt nur für uns. Und für die Goyim, für die Heiden, da gelten die 7 Gesetze Noahs. Aber wir sollen Jesus nachfolgen. Ist ein großes Thema. Ist aber nicht heute unser Thema. Ja? Für wen galt das Gesetz? Für alle. Glaubt man erstmal nicht. Ich habe auch gedacht, es galt nur für Israel. Ja. Aber in der Bibel steht, das gilt für Israel und für den Goyim, den Goy, ja, den Heiden. 2. Mose 12, 49, einerlei Gesetz sei dem Einheimischen und dem Fremdling, der unter euch wohnt. Aha, dann gilt das Gesetz vom Sinai auch für den Fremdling, ja. Ja gut, mag einer sagen, aber da waren ja jetzt noch Völker außen drum rum, für die hat es ja dann wahrscheinlich nicht gegolten. Jetzt muss man aber mal gucken, was der Paulus sagt. Ich leite hiervon mal ab, dass das Gesetz für die ganze Welt gilt, das Gesetz vom Sinai, nach wie vor. Und dass die ganze Welt nach diesem Gesetz vom Sinai gerichtet wird, durch wen denn? Durch Jesus, der das Gericht erworben hat und der es auch verdient, dem gehört es. Ja? Und er wird die ganze Welt dadurch richten. Sagt Paulus das auch? Ja, ich dachte mal, es kommt hier. Ja? Also die Welt wird durch Jesus Christus gerichtet, der es als einziger Mensch jemals gehalten hat. Ihm gebührt auch das Gericht. Ich glaube, wir kommen gleich noch zu der Paulusstelle. Paulus sagt, das Gesetz ist gegeben, damit aller Welt Mund verstopft würde und alle Welt Gott schuldig sei. Hört ihr das? Ich glaube, das kommt gleich nochmal. Ich weiß jetzt nicht genau die Reihenfolge. Er sagt, das Gesetz ist gegeben, damit aller Welt Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig. Deswegen ist das Gesetz da. Ja, dann gilt das Gesetz auch für die ganze Welt. Natürlich. Gilt das Gesetz auch für uns? Nein. Jetzt müssen wir genauer hinschauen. Gilt das Gesetz für unseren alten Menschen? Ja. Woran sehen wir das denn? Dass der alte Mensch stirbt und verwest. Warum stirbt denn der alte Mensch? Weil er das Gesetz übertreten hat. Gilt das Gesetz für den neuen Menschen? Dankeschön. Nein. Warum denn nicht? Weil der neue Mensch nach Gott geschaffen ist. Weil der neue Mensch sein Bürgerrecht im Himmel hat. Weil das Gesetz ihn nicht erreicht. Und wenn es ihn erreichen würde, hätte das Gesetz nichts an ihm auszusetzen, weil unser neuer Mensch nach Gott geschaffen ist. Also sind wir dem Gesetz enthoben nach unserer neuen Natur, nicht nach unserer alten. Unsere alte gilt auch noch, liegt noch unter diesem Gesetz.
So genau müssen wir es teilen, ja? Aber unser neuer Mensch, der in Christus ist, der lebt ewig. Warum? Weil er nach Gott geschaffen ist. Ja? So ist auch Sündenvergebung zu verstehen. Gott vergibt nicht nur eine Sünde nach der anderen, sondern wir sind komplett mit ihm gestorben und komplett in Neuheit des Wesens mit ihm auferstanden. Ja? Und nehmen den alten Mensch gefangen und kreuzigen den, weil Christus sein Leib auch gekreuzigt hat. Das ist die Rolle der Leibesgemeinde Jesu. Merkt ihr, dass die Berufung höher ist, als wir glauben? Heiliger ist, dass wir zu etwas berufen sind, was göttlicher Natur ist, was nicht nur christlich ist, sondern was Gottes Wesen darstellen soll. Deswegen werden wir ihn sehen, wie er ist. Ja? Deswegen werden wir mit ihm ein Leib sein, ein Wesen sein. Deswegen haben wir manchmal, seufzen wir, solange wir in unserem Leib sind, weil der alte Mensch auch noch, der will auch noch ein bisschen. Ja? Und das ist der Kampf, in dem wir stehen. Wenn wir das verstehen, tut sich uns etwas neu. Das macht Anbetung. Das macht Anbetung Gottes. Gott hat etwas Heiliges mit uns begonnen. Ja? Petrus sagt zum Priestertum, ja, die Priesterordnung des Gesetzes, schauen wir nochmal an. Wir sind auch ein Priestertum, ja, als Gemeinde Jesu. Petrus sagt, ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, zu ihm selber berufen hat. Ja? Ihr seid das auserwählte Geschlecht, ihr seid das Heil. Wer ist das Volk Gottes? Die Gemeinde Jesu. Ich habe bis vor kurzem aber immer noch gesagt, Israel ist Gottes Volk. Das hört ihr auch immer noch. Ja, jetzt was denn? Ist jetzt Israel Gottes Volk oder ist die Gemeinde Gottes? Na, die Gemeinde ist Gottes Volk. Bitte? Sie haben Jesus nicht angenommen. Wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Ja? Ist Jesus Gott? Ja, natürlich. Wenn Israel das Volk Gottes ist, dann wäre es auch das Volk Jesu, oder? Ist es das Volk Jesu? Nein. Warum nicht? Weil sie ihn nicht wollen. Dann sind sie auch nicht das Volk Gottes. Sie waren das Volk Gottes im alten Bund und sie werden wieder Gottes Volk sein im tausendjährigen Reich. Gottes irdisches Volk. Ja? Jetzt sind sie beiseite gesetzt für die Gemeinde und die Gemeinde Jesu ist Gottes himmlisches Volk. Ein Volk aus, ein Nichtvolk, ja? Aus einem Nichtvolk hat Gott sich ein Volk gemacht. Merkt ihr, wie das schon in uns drin ist? Israel ist Gottes Volk. Das habe ich ganz, ganz lange gedacht, bis ich mal angefangen habe, die Bibel gescheit zu lesen. Darf man aber heute nicht predigen. Gibt es ein Problem? Soweit sind wir schon so weit? Ja, soweit sind wir schon. Okay, also, ihr seid das königliche Priestertum. Mose hat zu Israel gesagt, ihr seid ein priesterliches Königtum. Petrus sagt zur Gemeinde, ihr seid ein königliches Priestertum. Also der Schwerpunkt in Israel lag auf dem Königtum und der Schwerpunkt der Gemeinde liegt auf dem Priestertum. Das ist ein anderes Priestertum, ja? Für welche Priesterordnung galt das Gesetz? Ja, Aaron und Levi. Ja? Wer ist unser hoher Priester? Jesus, schön. Jesus ist unser hoher Priester. Nach welcher Ordnung? Nach der Ordnung Melchisedeks. Was heißt das denn, Melchisedek? Er hat keinen Anfang und kein Ende. Ja? Melchisedek war ohne Geschlechtsregister. Was heißt der Name Melchisedek? Melech Zadok. Melech, da hört ihr, Moloch war ein Gott, ein heidnischer Gott. Moloch, Melech ist der Herrscher, der Herr. Ja? Der König, der Regent. Melech Zadok, Zadik sind die Heiligen, sind die Priester. Ein Königpriester. Jesus ist ein Königpriester. Nach der Ordnung Melchisedeks, nach einer ewigen Priesterordnung. Ja? Ist diese Priesterschaft ewig? Ja. Dann ist die aaronitisch-levitische Priesterordnung für alle, die im Priestertum Christi sind, beendet. Das Gesetz vom Sinai gilt nicht mehr für sie. Das Priestertum Aarons und Levis hat aufgehört. Warum denn? Weil das Priestertum Jesu ewig ist. Ewig heißt übrigens weder Ende noch Anfang. Ja? Jesus ist in Dienst gesetzt worden, als er
als er gekreuzigt wurde, als er auferstanden ist, von den Toten in den Himmel gefahren ist, da war er zuerst in der Hölle, an den tiefsten Örtern der Erde, und hat sein Blut dahin gebracht und ist von den tiefsten Örtern der Erde hinaufgefahren in den Himmel. Und der hohe Priester, der sollte das Blut des Opfertieres an die Füße des Altars streichen. Und der Altar, ich rede jetzt im alttestamentlichen Bildern, der Altar ist der Berg Zion. Dort ist Christus gekreuzigt worden. Das war der Altar. Und dann fährt Christus hinab ins Totenreich und bringt sein Blut dorthin, sein Eigenblut, und macht dasselbe wie der Priester im Alten Bund und streicht das Blut an den Fuß des Altars. Und er fährt auf, aus diesem Altar hinauf, auf den Berg Zion, wird in Jerusalem gesehen und fährt hinauf in den Himmel. Und als Maria ihn sieht, im Garten Gethsemane, da sagt er, rühr mich nicht an. Warum? Ich bin noch nicht aufgefallen. Da war Christus in diesem geheiligten Priesterdienst. Er kam von den untersten Örtern der Erde, hat das Blut da unten an den Altar gestrichen und sagt, rühr mich nicht an, ich bin geheiligt. Ja? Und er geht hinauf als hoher Priester und sagt zum Vater, das Opfer ist gebracht, alles ist vollbracht. Und dann kommt er runter zu den Jüngern und ist 40 Tage bei ihnen und erklärt ihnen das Reich Gottes und sagt, ich fahre jetzt auf in den Himmel. In 10 Tagen kommt der Geist herab auf die Stadt Jerusalem zu Pfingsten. Ja? Also das sind alttestamentliche Dinge, die Christus dort erfüllt hat. Und wenn wir Juden wären und das lesen würden, würden uns das wie Schuppen von den Augen fallen. Das Gesetz Gottes spricht von diesen Dingen vorherrschattend. Ja? Okay, also dann ist das aaronitisch-levitische Priestertum hat aufgehört. Wo aber ist die... Dann gibt es also ein neues Priestertum Christi und die Frage ist jetzt, wo ist das denn beschrieben, dieses neue Priestertum? Das steht in Hebräer 7. Da steht, der Herr hat geschworen, er zitiert hier Psalm 110, da steht, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du, Christus, bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das steht im Psalm, das hat David geschrieben, 1000 Jahre vor Christus, 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Ja? Das steht im Alten Testament, im Psalm 110, und das zitiert der Hebräerbrief und sagt, du, und er legt das aus auf Christus, und er sagt, du Christus, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Wenn sich also die Priesterschaft jetzt geändert hat, von der aaronitischen Priesterschaft, hin zur Priesterschaft Christi, ja, dann muss sich auch das Gesetz ändern, oder? Steht das auch in der Bibel? Das steht auch in der Bibel. Ja? Das steht in Hebräer 7, Vers 12, wörtlich, denn wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Welches Gesetz? Das mosaische Gesetz. Ja, wie, das muss sich ändern? Ja, gibt es denn da ein neues Gesetz? Und ihr Lieben, ich habe da noch nie von gehört in der Predigt. Ich habe oft gehört, dass mir Leute sagen, du musst den Sabbat halten. Ich habe gehört, dass Leute mir sagen, du musst den Zehnten geben und die Speise. Das habe ich gehört. Ich habe gehört, dass ich keine gemischten Kleider tragen darf, also Baumwolle und Kunstfaser gemischt, dass es verboten ist. Das habe ich gehört. Aber von einem neuen Gesetz, weil das Priestertum sich geändert hat, habe ich noch nie gehört in der Predigt. Und bin schon lange im Glauben. Und Stroma überall rum. Das Gesetz muss sich ändern. Ja, ist die Frage, wohin ändert sich das denn? Welches Gesetz? Wie sieht denn das überhaupt aus? Wo steht denn das? Wo kann man das nachlesen? Wenn es nicht mehr das Gesetz des Mose ist, ja? Das Aaronitische. Was ist das neue Gesetz? Das ist das Gesetz des Geistes, das Gesetz Christi, das Gesetz der Freiheit. Ja? Da habe ich die Beispiele mal genommen im Römerbrief, wenn ihr das aufschlagen wollt, Römer 8, Vers 2. Ja? Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, der Geist macht lebendig. Ja? Und dieses Gesetz des Geistes hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, Moment mal, Paulus. Du kannst ja nicht sagen, das Gesetz von Aaron und von Mose, das wäre das Gesetz der Sünde und des Todes. Was machst du denn hier? Ja? Er sagt, das Gesetz des Geistes in Christus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Warum nennt Paulus das Gesetz des Mose als ein Gesetz der Sünde und des Todes? Genau. Weil das Gesetz die Sünde offenbar macht und weil das Gesetz nicht mehr kann. Ja, Moment. Bitte? Wie meinst du das? Ist der Tod, genau. Ja. Das Gesetz zeigt die Sünde, dazu ist es da. Und zwar ist das Gesetz dazu da, dass aller Welt Mund verstopft würde und alle Welt Gott schuldig sei. Dazu ist das Gesetz, das sollten wir sehen am Gesetz. Ja?
schreibt Paulus, das ist paulinisches Evangelium, Römerbrief. Ja, das steht in der Schrift so. Und Paulus sagt, dieses Gesetz ist deswegen ein Gesetz der Sünde und des Todes, weil es Zorn anrichtet. Ja, weil der Mensch sagt, ich will ja und warum kann ich nicht? Und ja, das ist eigentlich eine Feindschaft gegen Gott und dieses Gesetz zeigt die Sünde des Menschen. Aber es kann nicht helfen. Ja, helfen kann nur Jesus. Deswegen treibt uns das Gesetz zu Jesus. Das ist unser Zuchtmeister auf Christus, sagt Paulus. Ja, dafür ist das Gesetz da. Das Gesetz des Geistes hat ihn freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist ein neues Gesetz. Aha, dann hat sich das Gesetz geändert? Ja, natürlich. Im Galaterbrief schreibt Paulus, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Hoho, nicht das Gesetz des Mose? Nein, warum schreibt der Paulus den Galatern denn nichts vom Gesetz des Mose? Die Galater waren doch super interessiert daran. Die wollten sich ja sogar beschneiden lassen. Die haben ja schon den Sabbat gehalten. Die waren ja drauf und dran, als galatische, türkische Leute irgendwann zu Juden Nummer zwei zu werden. Paulus kritisiert sie ja deswegen. Er hätte ihnen das sagen können, ihr müsst das Gesetz aber noch besser verstehen. Ich bringe euch das jetzt, ich war ja Rabbiner. Macht er nicht. Er sagt, einer trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gesetz Christi, nicht das Gesetz Mose erfüllen. Natürlich, die Ich-Gesellschaft ist dann nicht nach Christus. Genau, genau. Ja, also da sieht man auch, dass die Welt antichristlich ist, ja, weil sie nur sich selber sucht. Unser alter Mensch sucht auch nur sich selber. Der will selber Gott sein, selber gerecht sein, sein Heil selber wirken. Dann weiß er nämlich, ich mache das von 9 to 5, 9 bis 17 Uhr. Ab 18 Uhr geht es UPID und am nächsten Morgen, ja, ich entscheide darüber, wann ich heilig bin und wann nicht. Und unser alter Mensch ist tückisch. Das, worüber wir hier sprechen, ist ein weites Thema. Ein Thema, was auch Seelsorge ist. Das ist biblische Lehre, was aus seelsorgerlich ist, weil wir uns plötzlich aus der Schrift verstehen. Wir verstehen, was für Regungen in uns passieren. Ja? Wir reden über biblische Lehre, aber wir sehen das ja in unserem Leben. Das hilft uns, uns zu verstehen, aus der Schrift raus, dass alles gut ist. Das ist nicht normal, ihr seid nicht verrückt und ihr seid auch nicht schlechtgläubig. Ihr steht in einem Kampf. Ja? Der Teufel will nicht, dass ihr das hört, dass ihr das lest, dass ihr damit darüber Gott anbetet. Ja? Das will der Teufel nicht. Ja? Okay, wer hat denn des anderen Last getragen? Naja, Christus. Er hat doch unsere Last getragen. Naja, sagt Paulus, genau. Christus ist euer Gesetz. Das, was Christus getan hat, tut ihr auch. Tragt doch einer des anderen Last. Und dann erfüllt ihr das Gesetz Christi. Unser Gesetz ist die Liebe. Warum? Weil Gott die Liebe ist. Christus ist die Liebe. Ist das schon alles? Ja, natürlich. Das ist aber viel. Ha? Das ist eigentlich alles. Das ist alles. Das ist euer ganzes Leben. Nicht nur einmal im Jahr nach Jerusalem dort ein Opfer bringen, eine Taube oder ein Stier und ein Drittel Semmelmehl gemischt mit allem möglichen anderen aufpassen. Kein Honig opfern ist verboten, ja. Kein Sauerteig opfern ist auch verboten. Sauerteig am Sabbat raustun, Passahlamm. Ja? Keine gemischten Kleidungen tragen, am Sabbat nicht arbeiten und so weiter. Nee, sagt Paulus, tragt doch einer des anderen Last, habt euch gegenseitig lieb, sorgt füreinander. Seid euch gut. Warum? Weil Gott euch gut ist. Christus ist euer Gesetz. Ist das nicht schön? Das Priestertum hat sich geändert und das Gesetz hat sich geändert. Ja? Der dritte Begriff, den findet man in Jakobus 2, Vers 12, Gesetz der Freiheit. Also redet und also tut, als die da sollen durchs Gesetz des Zwanges gerichtet werden. Nee. Gesetz der Freiheit. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Nicht Gottes Zorn, nicht Gottes Bosheit, nicht, sondern Gottes Milde. Gottes Milde leitet dich zur Umkehr. Ja? Das Gesetz der Freiheit. Ich soll das Gesetz der Freiheit gehen. Ihr seid frei gemacht. Das ist ja ein Widerspruch, Gesetz und Freiheit, oder? Das eine ist Gesetz, das andere ist Freiheit. Das ist ein Widerspruch in sich. Als ob er deutlich machen will, hier hat was Neues angefangen. Das Wesen ist ja schon in euch. Ja? Als ob die Bibel sagt, das, was ihr in Christus im Geist, wonach ihr euch sehnt, da geht weiter. Das ist der Weg, den geht, sagt Jesaja. Ja? Da ermutigt uns das Gesetz. Und weil das so ist, weil wir im Gesetz des Geistes sind, im Gesetz Christi, im Gesetz der Freiheit, obwohl wir nicht ohne Gesetz sind, kommen wir gleich nochmal drauf. Wir sind nicht gesetzlose Leute. Ja? Wir haben ein Gesetz, aber unser Gesetz ist Christus. Und weil unser Gesetz eine Persönlichkeit ist, weil wir ja auch von Neuem geboren sind. Deswegen sagt Paulus,
Zieht an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Warum? Weil Gott so ist. Er sagt nicht, tut die 10 Gebote. Er sagt, zieht etwas an. Zieht jemanden an. Und zieht, er redet von ganz was anderes. Hört ihr das? Der sagt nicht, tut das Gesetz. Er sagt, bringt Frucht. Oder hier sagt er, zieht den alten Menschen aus. Und zieht den neuen Menschen an, der nach wem geschaffen ist? Nach Christus geschaffen ist. Kolosser 3. Das ist das Gesetz Christi. Werdet so, wie Christus war. Christus ist euer Leben, Sterben ist euer Gewinn. Lebt so, wie er ist. Stellt Christus im Fleisch dar. Wir schätzen das Gesetz des Mose, aber es ist nicht mehr für uns. Wir sind dem Gesetz enthoben. Dank sei Gott. Gott sei Dank. Ja? Für uns gilt ein neues Gesetz. Freigemacht in der absoluten Bindung an Jesus. Wir sind auf Gedeih und Verderb an Jesus Christus gebunden. Mit Haut und Haaren. Wenn er nicht auferstanden ist, dann sind wir alle verloren. Dann sind wir Lügner, sind wir noch in unseren Sünden, gibt es keine Hoffnung. Aber wenn er auferstanden ist, ist alles gut geworden. Es ist alles gut geworden und wartet darauf, offenbar zu werden. Das ist das Evangelium.